Die pürierten Tomaten werden jetzt mit einer fertigen Gemüsebrühe aufgegossen. Die zwei Flüssigkeiten sollen sich nun zu einer leckeren Suppe verbinden. So was habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Okay. Schmecken soll es ja gut, behaupten zumindest Petra und ihre Tochter Nadine. Die kümmert sich jetzt um die Panna Cotta als Dessert. Diese gibt es nachher mit Blaubeeren und Zabaione. Und Petra, vom Gelingen des Testessens überzeugt? Das soll natürlich immer alles von Anfang bis Ende perfekt laufen. Aber ich gehe mal davon aus, dass die Panna Cotta von meiner Tochter nicht schmeckt. Nein, Quatsch. Nein, ich weiß nicht. Zuversicht klingt anders. Naja, solange hier jeder weiß, was er tut, zurück zur Tomatensuppe. Die Hälfte ist bereits warm, die andere noch nicht. Wieso wolltest du das gleich machen? Ich wollte das also erst draufstellen, dann den Rest draufstellen. Weiß ich auch nicht warum. Das sind so Gedanken, die man nicht, einfach nicht hat. Also, du kochst ziemlich planlos, ne? Petra hat es eben nicht gelernt. Im Gastraum zumindest geht alles seinen Gang. So Nico steckt mitten im BWL-Studium. Doch immer, wenn er als Servicekraft gebraucht wird, springt er ein. Während er und Kellnerin Vanessa routiniert eindecken, will der Sternekoch ein Auge auf Petras Hauptgang. Fisch an Zitronensauce werfen. Aber wie war das nochmal mit der Zitronensauce? Im Grunde genommen ist es ja gar keine richtige Soße. Es ist halt nur so eine Kräuter. Aber es steht doch Soße drauf. Du hast doch gesagt, Zitronensauce gibt es. Ja, habe ich Zitronensoße gesagt. Ja, okay, dann nehme ich die. Also gibt es jetzt keine Zitronensoße? Ich habe mich versprochen. Was gibt's denn jetzt? Jetzt wollte ich hier so eine Basilikum-Salbei-Sud drüber machen. Ja. Warum machst du jetzt keine Butter, aber keine Soße? Weil du keinen Bock hast oder weil Nee, ich habe mich jetzt gedacht, ich hätte Zitronensoße gesagt, aber ich kann auch eine Zitrone, ich kann eine Seite tun, ist ja auch. Ich habe noch Zeit. Aber jetzt tue ich eine Seite und mache einfach eine Zitronensoße, ist gar kein Thema. Dann, wenn die Zitronensoße haben wir auch immer, dann mache ich jetzt die Zitronensoße, okay? Das kann ich noch gebrauchen, ist kein Problem. Jetzt nimm das doch, ist doch völlig okay. Nimm das doch. Es ist doch dein Wunsch, jetzt das zu machen. Dann koch jetzt mit Inbrunst, mit Liebe und mit allem, was du hast. Und mach es so. Nun also doch ein Salbeisud. Während die Küche momentan noch etwas schwimmt, treffen die Testesser ein. Sie kommen aus der Region Kamp-Lindfort und wurden vom Sternekoch eingeladen, das Haus Bieger auf Herz und Nieren zu prüfen. Das Serviceteam gibt alles. Mit einem vorbildlichen Empfang inklusive Kir Royal überrascht es nicht nur die Gäste, sondern auch den Sternekoch. Als Vorspeise gibt es eine Tomatensuppe des Hauses. Dann als Hauptgericht gibt es frischen Fisch, Red Snapper mit Rosmarinkartoffeln und Salat. Und als Dessert gibt es eine Panna Cotta Creme. Aha, nun also auch noch Rosmarin anstatt Petersilienkartoffeln. Was soll's, solange es schmeckt. In der Küche geht es mit dem ersten Gang der Tomatensuppe los. Kaum mit dem Testessen begonnen, gibt es auch schon extra Wünsche für die Hauptspeise. Wenn es geht, zwei Steaks. Ja. Ne? Mögen Sie keinen Fisch, dann machen wir. Die mögen nicht so gerne Fisch, die würden Fisch nehmen, aber... Okay. Bevor ich das in der Zeit gleich hinkriege, dann macht ihr die Suppe und fange ich mit den Steaks an. Dann Beeilung und Gas geben. Ist das eine Portion? Ja. Das sind ja 400 Gramm. Circa 330 Gramm für 15,90 Euro. Inklusive Salat und Kartoffel oder Holzkartoffel. Das ist kein Bremsklotz vom 30-Tonner Diesel. Das ist wirklich das Filet. Allein das Fleisch kostet im Einkauf schon fast 10 Euro. 387? Ja, das Einzige, was ihr bis dato mit eurer Mutter, die ich sehr schätze und verehre, ja, in der Küche machen könntet, ja, wäre Fesseln. Damit sie hier bloß nichts mehr anrichtet. Mann, du bist diejenige, die an diesem ganzen Schlamassel schuld ist. Du und alleine, Mann, das ist doch nicht zu fassen, ey. Das kann man doch nicht, also sowas von naiv, das kann doch, also ich muss mich zurückziehen. Beim Preis von 15,90 Euro mit Beilage hat die Chefin gerade mal den Einkaufspreis reingeholt. Die Gäste essen unterdessen die Tomatensuppe à la Petra. Und das Urteil bitte. Also von der Farbe her konnte man erahnen, dass es eine Tomatensuppe ist, geschmacklich aber für mich überhaupt nicht. Vielleicht ein bisschen mehr Tomatengeschmack wäre von Vorteil, ein bisschen eher wie Tütensuppe. Dabei waren die Tomaten frisch. Über die Zubereitung hat sich Frank Rosin ja schon sehr gewundert. Aber wie schmeckt es denn jetzt dem Sternekoch? Also mit dem Creme fraiche ist das so fett. Und dann schmeckt alles nur nach Würze und nach Pfeffer und nach Brühe. Also es schmeckt wirklich wie eine Tomatensuppe.
aus Pulver oder so, aus der Tüte. Also da gibt's keinen Applaus für, mindestens nicht von mir. Vielleicht ja für den Hauptgang, den Fisch. Frank Rosin war geschockt von Petras Preisberechnung beim Steak und hakt nach. Petra, ja. Was würde so ein Menü, was du heute Abend den Testessern anbietest, normalerweise in diesem Restaurant kosten? 17 Euro. Wie kommst du da drauf? Ja, ich glaube, normalerweise müsste ich dann 24 nehmen. Warum? Ich weiß es nicht, du musst es mir erklären. Ich hätte 300% rechnet der Finanzamt mir, oder? So, glaube ich. Kalkuliert ist hier nichts. Nach allen Abzügen bleiben beim Testessen nur 1,50 Euro übrig. 22 Euro Verkaufspreis wären angemessen. Hast du das gerade mitbekommen? Na klar. Was sagst du dazu? Wir haben schon öfter mal den Einwand gebracht, ob es nicht vielleicht ein bisschen zu günstig ist. Mhm. Aber man sagt immer, man möchte faire Preise haben und die Leute sollen sich auch noch erlauben, essen zu gehen. Und ja, nur nicht fair ihr gegenüber, ne? Genau. Ist das nicht traurig, deine Mutter so zu sehen? Und, Ja, natürlich ist das traurig. Die krückt sich hier kaputt. Also die steht hier wirklich von morgens bis nachts und es bleibt trotzdem nichts übrig. Speziell bei deiner Mutter, da müssen wir wirklich von ganz vorne gehen. Ja. Die ist ein harter Brocken. Aber auf jeden Fall ist Humor eine Bude. Ich glaube, den werden wir auch brauchen, oder? Ja. Sonst ist halt ja nicht auszuhalten hier als Elend. Galgenhumor, anstatt ihrer Mutter vor Augen zu führen, wie schwerwiegend ihre Fehler sind. Warum? Frank Rosin will später nachhaken. Der Fisch muss raus. Meliert und gebraten gibt es ihn jetzt mit Rosmarin anstatt Petersilien, Kartoffeln und Salbeibuttersoße, die ursprünglich mal Zitronensoße sein sollte. Boah, Kinder, ist das eine Portion. Jetzt zieht sich das mal einer rein. Das sind... Oh. Und sie hat das gebraten, als wenn es irgendwie keinen Morgen mehr gibt. Es ist hart, es ist wie ein Brett. Boah. Das ist null saftig. Das ist nicht eine Vergewaltigung. Wirklich so schöner, frischer Fisch. Ne? Wie kommen die riesigen Portionen bei den Testessern an? Nicht nur der Red Snapper, auch das Steak ist überdimensional. Ich finde, der Fisch ist sehr trocken. Man muss ganz schön drauf rumkauen, um ihn zu zerkleinern. Und der ist so gut wie gar nicht gewürzt. Er war zwar in Öl eingelegt, aber ich fand ihn trotzdem sehr trocken. Viel zu viel, ein riesen Berg Fleisch, da komme ich gar nicht durch. Der Service räumt ab. Ein wahrer Hindernisparcours durch die Küche. Sie ist schlecht aufgeteilt und die Küchenmöbel ungünstig gestellt. Die Tür lässt sich sogar nur nach außen öffnen und hat keine Klinke, eine klare Fehlkonstruktion. Doch jetzt muss erstmal das Dessert von Tochter Nadine raus. Die letzte Möglichkeit zu punkten. Zur Erinnerung, gerade von der Panna Cotta war Mama Petra nicht überzeugt. Können die Testesser das bestätigen? Die Blaubeeren hätten wärmer sein können. Das war lauwarm. War doch dann aber für mich von allen Gängen her der Beste. War in Ordnung. Aber ich finde, also die 17 Euro wären es jetzt nicht gerechtfertigt gewesen. Ist die Panna Cotta tatsächlich gelungen? Das ist süß. Das ist süß. Die Panna Cotta ist süß. Das heißt, es ist süß mit süß und süß. Nichts zeigt wirklich aromatischen Charakter. Das Schärfste an der ganzen Sache ist ja, dass Petra, die Mutter, am Anfang des Tages gesagt hat, ich bin ja mal gespannt, wie die Panna Cotta von meiner Tochter wird. Die gelingt hier bestimmt nicht. Jetzt muss ich sagen, dass die Panna Cotta eigentlich das Beste im ganzen Menü war. Und die Mutter mit ihrem Fisch voll eine 6 war. Um die Beurteilung der drei Gerichte sowie des Service und des Ambientes schwarz auf weiß zu haben, bittet der Sternekoch die Testesser jetzt um die Punktevergabe. Für jede Kategorie können 0 im schlechtesten und 10 im besten Fall vergeben werden. Du hast der Hauptspeise 0 Punkte gegeben. Ich würde mich sehr interessieren, warum? Der Fisch, der war einfach nur trocken, es war keine Soße dabei. Oder zumindest, ich glaube, nur Öl, aber das war ein bisschen fies, fand ich. Und die Kartoffeln waren nichts Besonderes, aber der Fisch war wirklich furchtbar. Für heute hat Frank Rosin genug gesehen, gehört und erschmeckt. Der nächste Morgen in Kamp Lindfort. Tag der Auswertung des gestrigen Testessens. Der Sternekoch muss dem Team des Restaurants jetzt verkünden, wie schlimm die Misere ist, in der sie alle stecken. Ich glaube, ihr könnt euch vorstellen,
warum wir hier zusammengekommen sind. Ich habe das Ergebnis vom gestrigen Testessen dabei. Aber bevor wir darüber sprechen, würde ich ganz gerne eure Meinung hören. Ich glaube, wir fangen mal bei dir an. In der Küche lief nicht alles so rund. Chefin? Ich hätte bei meinem Zander mit Zitronensoße bleiben sollen und nicht experimentieren sollen. Das war ein Fehler. Von 50 möglichen Punkten habt ihr sage und schreibe 24 erreicht. Mein schöner Tritt in den Hintern. 24 Punkte, weniger als die Hälfte. Die Gäste haben wirklich sehr gut argumentiert. Der Service 7 Punkte, sehr gut angekommen. Die Freundlichkeit, die Tomatensuppe, die war orange wie eine Mandarine, ja, von der Farbe schon. Und sie hat nach Brühe geschmeckt. Das war noch das Beste dran. Für mich haben die Gäste sich noch, ich sag mal, sehr moderat darüber geäußert. Die Tomatensuppe und der Fisch von Petra schneiden am schlechtesten ab, mit 4 und 3 Punkten. Immerhin 6 Punkte für Nadines Panna Cotta. Der Fisch wurde einfach von dir vergewaltigt. Dann hast du den durch Mehl gewälzt, ja? Die Flüssigkeit des Fisches, ja, hat sich mit dem Mehl verbunden. Das war eine Patsche und eine Pampe. So, und jetzt bekommt ihr meine Meinung.